Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem, wieder mal einem Gassi-Vlog. Hatten wir schon sehr lange nicht mehr. Ich bin mal wieder mit meinem Hund unterwegs und nutze das, um euch mal zu zeigen, wie so mein super Kompakt-Setup ausschaut. Also man könnte sagen Reise-Setup oder für sonstige Fälle, wo man einfach ein super kompaktes Setup braucht. Und das habe ich hier alles einfach in dieser Tasche. Da ist alles, was ich brauche, alles, was ich in der Regel, wenn ich mal reise, wenn man dann mal wieder reisen darf, mit dabei habe. Und was das ist und wie das ausschaut und welchen Vorteil das hat, das zeige ich euch in diesem Video. Und natürlich sind wir immer noch auf dem Weg zu den 10.000 Abonnenten. Und wenn du den Kanal also noch nicht abonniert haben solltest, dann solltest du das jetzt tun, weil ich habe was davon und du hast auch was davon. Weil wenn ich die 10.000 Abonnenten erreiche, dann verschenke ich eine Kamera. Und zwar so eine, wie ich hier in dieser Tasche trage, nämlich eine EOS M50, sogar eine Mark II. Das ist noch die alte. Aber dir schenke ich dann, vielleicht dir, schenke ich dann eine M50 Mark II. Dafür lohnt es sich allemal, mal den Abo-Knopf zu drücken, wenn du das noch nicht getan hast, weil kostet dich auch nichts. Ne? Guck mal, es wird wirklich grün. Noch ein bisschen verhalten, aber immerhin, wir sind auf einem guten Weg. Ja, wenn du auf Reisen bist oder einfach zum Beispiel Street-Fotografie machen willst oder einfach auch nur mal ein kleines Besteck mitnehmen willst, wenn du nicht immer das große, ganze Geraffel mit dir rumschleppen willst, ja, dann brauchst du offensichtlich ein kleines Besteck. Und bei mir ist das eben alles in dieser Tasche von Crossy Speed, die heißt, ich verlinke dir das unten. Die ist sehr praktisch, die kannst du als Gürteltasche anziehen, die kannst du, so wie ich jetzt, als Slingbag anziehen. Und da habe ich alles drin. Was das genau ist, das zeige ich dir jetzt gleich. Auf jeden Fall, das ist alles, was ich mitnehme, wenn ich auf Reisen gehe oder wenn ich Street-Fotografie mache. So, wenn es jetzt ein bisschen laut im Hintergrund ist, dann sorry, da hinten fährt einer mit seinem Trecker rum, den kann ich nicht abschalten. Aber ich zeige euch mal, was in dieser Tasche drin ist. Und zwar, da kommen wir ganz am Schluss dazu. Auf jeden Fall habe ich hier drin die M50 mit dem 22 mm Pancake. Das entspricht so ungefähr 35 mm an Vollformat. Das ist schon mal eine gute Universalbrennweite, speziell für Streetfotografie. Aber durchaus auch für Porträts, nicht so richtig Close-Porträts, aber so ein bisschen mit außenrum quasi. Dann habe ich dabei ein, alles super mit einer Hand, das 50 mm 1.8 von Canon und hier jetzt mit dem Speed Booster. Damit habe ich ungefähr echte 50, 56 mm gerechnet auf Vollformat. Und habe noch eine Blende Lichtgewinn, das heißt, ich kann ja bis auf eine Blende 1.2 runter und das ist schon huhu, echt knackig. Super Porträtbrennweite, aber eben auch eine Normalbrennweite, wenn du so willst, mit der du ganz viele Situationen fotografieren kannst. Mit dem 22 mm, also 35 mm Kleinbild-Äquivalent, bist du durchaus auch im Landschaftsbereich gut unterwegs. Aber eben auch vor allen Dingen im Street-Bereich bist du hier super gut unterwegs. Und dann habe ich noch dabei, und das passt alles in diese kleine Tasche super rein, den ganz normalen Standardadapter, in dem Fall von Meike. Gibt es natürlich auch von Canon Original. Der dann aus dem 50 mm wieder eine Crop-Linse macht und bei ungefähr 80 mm Kleinbild, Vollformat, äquivalent rauskommt. So, und damit habe ich quasi mit einer, mit einer APS-C-Kamera, mit einem 22 mm Objektiv, einem 50 mm Objektiv, dem Speed Booster und einem normalen Adapter, im Grunde genommen drei Brennweiten. Umgerechnet auf Kleinbild habe ich dann eben 35 mm, 50 mm und 80 mm, 56 mm und 80 mm, okay. Ja, und damit kann ich tatsächlich von moderatem weiteren Winkel eben mit den 35 in Klammern 22 mm gute Landschaftsaufnahmen machen, gute Streetaufnahmen machen, gute Aufnahmen, wo ich eben die Gegend mit drauf habe. Ich kann mit den 50 oder 56 mm
schon anfangen, gute Porträts zu machen, aber habe auch eine schöne Durchschnitts-Normalbrennweite, wenn du so willst. Und wenn ich den Adapter statt dem Speed Booster benutze, habe ich eben 80 mm eine sehr gute Porträtbrennweite, mit der man wirklich, wirklich auch schöne Closer-Porträts machen kann. Und das Ganze in einem relativ lichtstarken Bereich. Das 22 mm Pancake hat eine 2.0er Offenblende. Das 50 mm hat eine 1.8er Offenblende. Und mit dem Speed Booster eben sogar eine 1.2er Offenblende. So, und wenn ich will, kann ich das Ganze hier noch mit so einem einfachen kleinen Stativ ergänzen, wenn ich einfach mal ein Stativ brauche. Das ist natürlich jetzt nichts Spektakuläres, und damit kann ich auch keine großen Sachen wuppen. Aber um die Kamera auf eine Bank, hier zum Beispiel, oder auf eine Mauer oder sonst wo abzustellen, reicht es allemal aus und ist besser als nichts. Ich habe dann hier seitlich übrigens auch noch die Möglichkeit, in der Reißverschlusstasche, da habe ich natürlich noch Ersatzakkus drin, weil die brauchst du bei der M50 auf jeden Fall immer. Und kann da noch ein paar Kleinigkeiten dazu packen. Ich könnte ja wahrscheinlich auch noch, wahrscheinlich könnte mit Sicherheit auch noch einen Filter dazu packen, einen ND-Filter oder irgendwas, oder einen Polfilter, wenn ich das brauche. Wäre also auch kein Problem, so viel Platz ist allemal in der Tasche noch drin. So, also, und das ist, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Das ist mein kompaktes Reise-Street, wie auch immer, wann immer ich es kompakt brauche, Setup. Und jetzt ist es hier gerade ganz schön windig. Jetzt kann die tote Katze da oben auf dem Mikrofon mal zeigen, was sie kann. Bin mal gespannt, wie sich das nachher anhört. Ja, das geht natürlich auch anders, ganz klar. Du kannst natürlich auch mit einem Kit-Objektiv, das einen sehr weiten Brennweitenbereich hat, arbeiten. Aber dann hast du die Lichtstärke in der Regel nicht. Und möglicherweise wird es auch deutlich größer sein und deutlich schwerer. Ich könnte das natürlich auch mit einem, typischerweise mit einem 2470 zum Beispiel machen. Also mit einem entsprechenden 2470-2.8. Aber das wird deutlich, deutlich größer und deutlich, deutlich schwerer und auch nicht ganz so lichtstark. Also zwar schon sehr lichtstark, 2.8 ist schon gut und okay und würde auch immer ausreichen, denke ich mal, aber es ist einfach auch viel, viel größer. Und deswegen ist das für mich das ideale Reisesetup. Ja, das Objektiv wechseln ist dann manchmal ein bisschen nervig, aber da die Objektive alle sehr klein und sehr kompakt sind und leicht sind, ist das kein Problem. Und eben, Gewicht ist hier ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Du hast einfach überhaupt keine Schlepperei. So, für den einfachen Überblick habe ich das Ganze jetzt nochmal hier zusammengestellt und zeige euch nochmal ganz kurz, was ich da genau in der Tasche habe. Wir haben also die Canon EOS M50, wir haben das 22 mm Pancake, das jetzt gerade auf der Kamera drauf ist, die Kamera auf so einem kleinen Stativ. Dann haben wir das 50 mm mit dem Wildrock Speed Booster oder alternativ mit dem normalen Mic Adapter. Das ist ungefähr 80 mm. Climate äquivalent hat, und damit decken wir, bezogen auf Kleinbild, also Vollformat, ungefähr 35 mm, 56 mm und 80 mm ab. Und das ist ein sehr schöner Brennweitenbereich, vor allem weil die Linsen ja alle sehr lichtstark sind. Das Ganze schön verpackt in der kleinen Cozy Speed Hüfttasche, die man auch als Slingbag umziehen kann. Und damit ist man eigentlich für den Urlaub oder für einen kurzen Städtetrip oder eben für Streetfotografie extrem gut gerüstet. Und wenn dir das mit diesem kleinen Stativ zu wenig ist und aber mehr willst, dann kannst du natürlich auch so einen Gorilla-Pod verwenden. Da ist ein ganz normaler Kugelkopf drauf. Und der Vorteil an einem Gorilla-Pod ist, den kannst du einfach irgendwo dran klemmen. Und dann funktioniert das auch recht ordentlich. Ja, den kannst du hier zum Beispiel dann auch an so einem Pfosten einfach mal dran montieren. Und das ist natürlich ziemlich praktisch. Und ja, damit kannst du ihn natürlich auch höher anbringen. Das kannst du mit dem kleinen Stativ natürlich nicht. Und sollte dir es immer noch zu klein sein, ja, dann kannst du natürlich auch hier so ein vollwertiges Reisestativ nehmen. Das ist ein leichtes, sehr kompaktes Kohlefaserstativ von KNF Concept. Review dazu gibt es demnächst. Du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass an den Platten unten immer so ein D-Ring dran ist, mit dem du die Schraube gleich festziehen kannst. Weil sonst brauchst du immer eine Münze oder gar einen Schraubenzieher. Das haben nicht alle Platten. Häufig gibt es da nur so einen Schraubpenüppel ohne den D-Ring. Die kann man aber austauschen. Das nur so als kleiner Praxistipp. Und auch wenn das Stativ hier wirklich super kompakt und mit etwas über einem Kilo super, super leicht ist, für dieses Kompakt-Setup wäre mir das sogar schon ein Ticken zu viel mit mir rumzutragen. Und dazu brauche ich zu selten ein Stativ, aber das musst du selbst entscheiden. Ja, das war es dann auch von mir für heute mit dem Video und meinem super kompakten M50-Setup. Wie immer,
Daumen hoch, Abo da, das wäre noch nicht geschehen, weil so ein Ding wird verschenkt bei 10.000, dran denken. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ein Abo da zu lassen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.